Ich gestalte mir eine Osterkarte. Insgesamt brauche ich am Ende 20 Osterkarten. Dazu habe ich mir solchen wunderbaren Papier, der schimmert so schön, so perlmuttartig, eine Karte ausgeschnitten, indem ich das so zusammengefaltet habe und dann habe ich mir das hier vorne abgeschnitten. Dann habe ich mir aus Stoff Ostereier ausgeschnitten. So, und die klebe ich mir jetzt eins zum Beispiel hier drauf. Wenn ich bunte Eier nehme, mache ich den Hintergrund immer einfarbig. Das zweite Osterei habe ich mir hinten auf Pappe aufgeklebt und möchte das jetzt hier aufschneiden. Dazu schneide ich mir das aber so ein Zickzack auseinander und klebe mir das jetzt mit Klebepads auf. So, hier unten. Nein, ich mache die Karte länglich. So nehme ich es so rum. Mir fällt das immer erst beim Basteln ein. Die andere setze ich jetzt hier oben drauf. Und jetzt kann ich hier innen drinne eine Figur reinmachen, die herausguckt. Zum Beispiel habe ich hier so einen Hasen. Das ist so ein Poesiebild. So, und den teile ich mir aber jetzt und schneide unten die Hälfte ab. Ein Klebepad hinten drauf. Und den schiebe ich mir jetzt so in dem Ei rein, dass er jetzt so herausschaut. Nun fehlt auf dieser Seite noch etwas. Und da habe ich mir diesmal aus Glitzer ein Ei ausgeschnitten. Das ist wieder selbstklebend und dann habe ich mir das auf Pappe aufgeklebt und ausgeschnitten, damit das etwas fester ist. Und da schneide ich mir auch in der Mitte wieder so in Zickzacklinie lang. Jetzt schneide ich hier unten eine kleine Ecke rein. So. Und jetzt nehme ich, das ist blau, da nehme ich weiß. Gebe hier hinten ein Klebepad drauf, hier unten, fixiere den Faden und jetzt kann ich den Faden hier so rumwickeln und habe damit wieder eine ganz andere Optik. Schneide ich mir ab. Und das klebe ich mir jetzt hier so unten schräg auf. Nun habe ich hier noch Poesiebilder und kann mir noch eins aussuchen. Diese Ende würde ganz gut passen. Da schneide ich aber die Blume weg. So, und wie weit mache ich die rein? Ja. Mache ich hier die Arme, schneide ich jetzt so aus. Schneide hier die Arme so etwas rund und stecke jetzt mir diese Ende so rein. So. So sieht das dann bisher aus.
Das ist eine Variante für ein Osterei. Und jetzt kann man noch, weil das hier ringsherum so leer ist, zum Beispiel Glitzersteine aufkleben. Dazu ziehe ich die mir so ab und klebe so ringsherum so ein bisschen kreuz und quer Glitzersteine auf. Und so wäre meine Osterkarte fertig. Für meine nächste Karte habe ich so fertiges Designerpapier genommen. Das gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Die Blöcke bekommt man fertig zu kaufen. Das falte ich mir jetzt einmal in der Mitte. Jetzt habe ich hier wieder mein selbstklebendes Osterei aus Stoff, was ich mir einmal so aufklebe, nicht ganz in der Mitte. Und dann habe ich hier ein fertiges 3D-Motiv, was ich mir ebenfalls wieder bestellt habe. Das sieht sehr schön aus und das klebe ich mir jetzt mit Klebepads auf. Nein, zuerst kommt das hier mit diesem Pergamentpapier, was so eine wunderschöne Kante ringsherum hat. Sieht man hier richtig, so eine geprägte Kante. Das klebe ich mir etwas so auf, damit oben das andere Ei noch rausschaut. Das ist wunderschön geprägt, aber wie gesagt, diese Motive, die habe ich mir fertig bestellt. Manchmal will das nicht so, wie ich will. Und jetzt klebe ich mir diese Tulpen so schräg hin. Jetzt habe ich hier noch ein Igel. Ein Igel ist vielleicht etwas ungewöhnlich fürs Frühjahr, aber warum nicht? Auch ein Igel erwacht im Frühjahr. Den klebe ich mir jetzt mit dazu. Dass er hier so ein bisschen so halb drinne ist und halb hervorguckt. Jetzt sieht das aus, als würde der Igel etwas verstecken. Das wäre meine zweite Osterkarte.